Brennholz ist ein Verein. Dort können alle, die wollen, Instrumente bauen und zusammen Musik machen. Und das ist unsere Aufgabe, diese Werkzeuge und Räume zur Verfügung zu stellen, dass jeder, der möchte, ein Instrument bauen kann und selber Musik machen kann. Hier kommen Schulklassen her oder auch erwachsene Leute, die das gerne machen wollen. Die Instrumente, die hier gebaut werden, sind auch Gitarren, aber nicht nur. Wir bauen auch Instrumente, die eigentlich kaum bekannt sind. Zum Beispiel die Lyra oder die Krotter oder so mittelalterliche Instrumente. Ein sehr großer Teil ist der Schulunterricht. Also wir unterstützen die Schulen darin, mit den Kindern Handwerk und Musik zu machen. Die ganze Klasse kommt her und baut zum Beispiel ein Klangholz. Und dann haben sie das erste Mal eine Säge in der Hand und sägen ein Stück Holz durch. Dass sie eine Vorstellung davon kriegen, welche Arbeit da drin steckt. Und auf der anderen Seite gibt es Erwachsene, die sind schon relativ geschult. Sie haben schon selber irgendwelche Berufe gelernt und üben dann hier oder setzen eigene Ideen um. Ab und zu gibt es Kurse, wo dann für ein, zwei Wochen intensiv an einem Instrument gebaut wird und wo man vielleicht sehr intensive Betreuung hat. Mein Name ist Vicente Tolava. Ich komme aus Argentinien. Meine Provinz ist in der Norden Argentinien, Jujuy. Con la música tuve siempre contacto, pues en mi casa siempre canto, pero con un instrumento, con una guitarra, tuve el primer contacto a los 8 años, un regalo. Clown Holz lo conocí en ese tiempo cuando llegué en el fin del siglo pasado. y bueno, en ese tiempo le caí simpático al Nover y él me invitó a que viniera aquí a hacer cosas. Y bueno, cuando me vio que era posible con mis manos hacer instrumentos, manejar las herramientas, dijo, voy, Vicente, puedes quedar a trabajar con nosotros. Y fue todo eso que me quedé aquí con él por un año trabajando. Después de los años que he dejado de trabajar aquí, pero siempre visitándolos, un día Nadia me dijo, ¿vienes a trabajar en el taller para la construcción de guitarras? Pero cómo no, encantado. Y se hizo cursos, bueno, se dicta cursos a la gente que quiere hacer un instrumento, guitarras o lo que sea, arpa de cuerda, por supuesto. Y yo me siento, la gente viene aquí, nuestra filosofía es que la gente aprenda a manejar las herramientas, que haga solo su trabajo para que se sienta, ¿no? Y que ponga todo su espíritu para que el trabajo le sea lindo a su fin, ¿no? Y bueno, yo en eso me siento contento, muy contento para decirles cómo fabricar un instrumento. Estoy contento yo. Ich bin Jonas Hein und ich bin schon seit 2008 hier im Verein und baue hier immer wieder mal Gitarren und reparierte Gitarren, die ich irgendwie auf dem Flohmarkt gefunden habe oder also habe eigene Ideen. Ich habe zum Beispiel letztens eine Gitarre aus einer Zigarrenkiste gebaut und repariere jetzt gerade hier so eine Jazzgitarre. Also ich richte jetzt hier den Steg gerade ein, also der ist etwas zu hoch und um die Saiten flacher an den Hals ranzukriegen, schleife ich den jetzt ein bisschen runter. Also ich war 2008 hier im Zeltlager und die Jahre danach auch nochmal das Zeltlager, was Klangholz hier ausrichtet. Und dann habe ich von da an immer mal wieder was gebaut. Ich habe schon eine normale Stahlsaiten-Western-Gitarre gebaut, eine Zister, also dieses klassische Instrument, was hier immer wieder gebaut wird, dann halt mehrere Gitarren repariert und jetzt zuletzt halt diese Zigarrenkisten-Gitarre gebaut. Und seitdem
bin ich halt hier fast jeden Donnerstag hergekommen eigentlich. Also Detlef, der Werkstattleiter, hilft mir sehr oft, ist auch öfter mal da halt, immer am Donnerstag, wenn ich hier bin. Und der hilft mir auch ziemlich viel, sagt mir halt kleine Tricks, wie alles schneller geht. Ich bin der Detlef Orte, der Werkstattleiter hier und betreue hauptsächlich die Montagsbauer, die Erwachsenen und auch montags und donnerstags den Jugendbau. Bei mir bauen die Leute im Prinzip alles, was sie gerade bauen wollen. Ganz besonders begeistert nicht dann immer von neuen Ideen, weil gerade Standard kann man kaufen, hier kann man alles bauen. Und dann schauen wir eben dann hinten raus, was der Klang denn wird. Das, was wir hier so oftmals bauen, ist halt nicht so dieses typische Fabrik- oder Musikhandwerkssachen, das sind halt eigene Ideen. Und eigene Ideen brauchen manchmal völlig anderes Denken. Es lohnt sich meist, alte Sachen zu erhalten. Und wer dann Freude am Bauen hat und auch Freude an Musik, ist dann hier genau richtig aufgehoben. Ne? Das ist die Spandauer Handtrommel. Die wurde hier entwickelt von Norbert Dobisch, dem Instrumentenbauer, der den Verein mal gegründet hat. Und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie einfach zu bauen ist. Für eine Trommel, wenn man hintereinander arbeitet und Zeit hat und die Leimzeiten beachtet, hat man 10 Tage Bauzeit. Also das ist so der Rohbau. Der Anfang beginnt eigentlich aus diesen Dauben. Die werden dann zu einem Ring verleimt, wird das Fell aufgeleimt. Und dann wird mit dem Spannring, den man vorher noch mit so einer, wir haben eine Art Seil umwickelt, hier an der Seite runterdrückt. Also der Ring, auf den das Fell verleimt wurde, die Seile drücken nachher den anderen, diesen Spannring so weit herunter, wie man möchte. Also man kann die Höhe und Tiefe einstellen. Das Ganze wird dann gesichert mit den Knebeln aus Holz, Buchenholz. Und dann kann man die Trommel spannen, wie man möchte. Zum Klangholz kommen auch viele Leute, die ihre Liebe, ihr Herz für die Musik gefunden haben und für das Handwerk und bauen sich eigene Instrumente, probieren aus, was kann man Neues machen, was hat es noch nicht gegeben oder was hat es schon gegeben und wie kann man das mischen, wie kann man neue Wege finden, um Instrumente zu bauen. Es macht sehr viel Freude, Musik zu machen hier. Naja, das ist wirklich eine schöne, ja, es ist mehr als ein Hobby. Man hat hier so viele Möglichkeiten, auch im Rahmen der Jugendarbeit und der Musikmacherei und Auftritte und Lesungen und was alles drüben auch noch stattfindet im Musikraum. Das ist eigentlich super aufregend und bietet eine Menge Spaß. Para mí lo más importante es aquí, a los que construyen instrumentos o a los que quieren construir instrumentos, es sobre todo el amor al arte, ¿no? El amor al instrumento, porque para mí estos instrumentos tienen vida.